Wir wissen, dass der Großteil der Ortskräfte sich in Kabul befindet, weil sie sich bereits in den letzten Wochen dorthin bewegt haben, weil auch Afghaninnen und Afghanen davon ausgingen, dass Kabul noch eine Zeit lang sicher sein würde. Es gibt sicherlich aber auch Ortskräfte außerhalb von Kabul. Im Moment ist es sehr schwierig, nach Kabul zu kommen. Wir wissen von Fällen, dass es bereits Menschen gibt, die sich in die Nachbarstaaten begeben haben. Deshalb haben wir die Botschaften in den Nachbarstaaten ausgestattet mit den Informationen und mit den Listen, die wir haben. Für den Fall, dass sich bei den dortigen Botschaften Ortskräfte melden, gilt für sie das Gleiche, als wenn sie in Kabul am Flughafen eintreffen. Sie brauchen kein Visum, Sie brauchen keine Sicherheitsüberprüfung, sondern Sie kriegen gleich einen Aufenthaltstitel in Deutschland. Alle Formalitäten werden nach Ankunft in Deutschland dann erledigt werden.